Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Es geht World. Es geht World. Yeah, mit Melli. Yeah. Hallo, willkommen zurück. Was geht bei dir? Ich habe vor ewiger Zeit mal angefangen, einen Tunnel zu bauen. Der führt zu meinem zweiten Haus, zu meinem Winterhaus. Ich würde sagen, wir gehen da jetzt mal hin. Der ist bestimmt mega krass. Du musst hier gleich links rüber. Ungefähr jetzt? Ja, jetzt genau. Oh Gott, ich sehe gar nichts. Warte, ich sehe nichts. Oh. Ah, jetzt. Nein! Hast du noch eine Lore übrig? Ja. Ha, sehr gut. Ich bin gerade durch meine Baumfarm gelaufen übrigens. Hier. Baumfarm? Ja, also meine Baumfarm. Die befindet sich direkt unter meinem Haus. Ja, das ist ja auch ganz normal, dass man Bäume unterirdisch züchtet, weil da bekommen die am meisten Sonne. Deswegen sind doch die Wände linksrum, ringsrum voll mit. Wieso fährst du nicht? Jetzt hast du mich angeschubst. Ja. Ich wollte netterweise auf dich warten. Deswegen sind da die Fackelwände. Weißt du, damit die Bäume Licht kriegen und wachsen können. Und das funktioniert ja auch. Das ist ja ziemlich schlau. Ja, meinst du, ich bin doof oder so? Das habe ich nicht gesagt, das hast du da rein interpretiert. Ja, gut, okay. Das ist wirklich ziemlich schlau, aber das ist, glaube ich, was einige Minecrafter auch wissen. Ja, in diesem Tunnel habe ich, glaube ich, an diesem Tunnel habe ich, glaube ich, so in etwa 2 Tage gebuddelt und es war auf Dauer ziemlich monoton. Und ich bin natürlich auch auf die ein oder andere Mine gestoßen. Und jedes Mal, wenn ein Stück Mine zu finden war, habe ich dann dort auch Glas platziert, damit es nicht so langweilig ist, wenn man hier lang fährt. Und diese Strecke ist, glaube ich, über 1000 Blöcke lang. Ja, glaube ich schon. Jedenfalls, wenn man diese Strecke hier noch nicht gefahren ist, kriegt man auf jeden Fall ein Achievement dafür. Yeah. Ja. Und das habe ich damals auch gekriegt. Und du hast das ja auch schon inzwischen. Das ist richtig. Ja. Das Witzige war, Leute, ich hab's jetzt einfach mal. Wir haben letztes Mal schon angefangen, diese Folgen hier aufzunehmen. Und dann sind wir auch hier lang gefahren. Und unser Shadow war eigentlich so stolz darauf, dass er dann euch auch das Achievement zeigen kann. So, und dann hat sich aber rausgestellt, dass er die ganze Zeit Selbstgespräche geführt hat, weil meine Stimme nicht mit aufgenommen wurde. Aber auch ziemlich interessant, sich das anzugucken. Meinst du? Man könnte doch glatt glauben, dass du schizophren bist, wenn man sich das so anguckt, ohne Gegenstimme. Vielleicht lade ich davon ja auch irgendwas hoch. Mal schauen. Oh Gott. Oh Gott. Da vorne geht's gleich um die Ecke. Also wenn ich da einmal um die Ecke fahre, habe ich kurzzeitig einen schwarzen Bildschirm. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist. Du musst gleich nach links gucken. Nach links musst du gleich gucken. Ja, werde ich tun. Ich bin ausgestiegen, ich Trottel. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Dann wieder einsteigen. Da war Lava hinter einer bunten Wand. Ja, hinter einer farbigen Glaswand. Du musst schnell rausspringen, ich komme angefahren. Ich gleich wieder zurück. Ja, ich weiß ja gar nicht mehr, wie das geht. Wow, ich schieb mein Ding. Oh. Jetzt habe ich hier eine Redstone-Fackel in der Hand, lol. Okay. Okay. So, ja, das ist der kleine Ankunftsbahnhof. Dann steig mal hoch. Bin dabei. Wir sind dabei, du bist dabei. Da. Musst du gleich die Klappe, die Falltür da oben aufmachen. Ich glaube, das funktioniert. Dann musst du gleich mal gucken, du kannst da in eine Richtung nur aussteigen. Zack. Rückwärts quasi. Ja, genau so. Tada! Ja! Yeah. Und das ist ein Schneeberg. Komm mal her! Ah! Das ist hier sowas wie mein Vorgarten. Hast hier die Hecke und so. Bisschen klein. Reicht doch auch, um hier reinzugehen. Und das ist mein kleines Häuschen. Uiuiui. Wollte unbedingt in eine Schneeregion, weil bei uns regnet es ja immer nur. Ja, hat ja keinen Schnee. Das stimmt, das ist ein bisschen nervig. Da ist gleich die Wüste und so. Da drüben.
Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein und schauen mal. Alles Cool. bunt. Ja, den Fußboden habe ich mit bunter Wolle verlegt. Ey, du spoilerst ja schon, komm hierher. Ich habe nur geguckt. Ja, und die Zuschauer haben es auch schon gesehen. Nein, Das haben die nicht. Die haben die Spoiler-Alarm. Augen zugemacht. Wenn du meinst. Also, den Fußboden habe ich verlegt mit grüner, blauer und weißer Wolle, wie ihr seht. Hier haben wir eine ganz schlichte Küchenzeile. Und hier haben wir den Essbereich. Einem kleinen Raumteiler-Tresen quasi zum Wohnzimmer. Guck, hier ist der Fernseher. Ich finde das Bild gut. Guckt euch das Bild an. Hier haben wir noch einen Raumteiler mit Bücherregalen. Und du bist schon gleich durch meine provisorische Tür gelaufen und in mein Schlafzimmer. Für einen Kleiderschrank und Was ein hast du denn Bett. alles für Klamotten? Aha. Alles Mögliche. Das ist Mach doch. wieder zu! Ich habe deinen Kleiderschrank durchwühlt. Ja. Hier ist noch ein Glasdach drüber im Schlafzimmer. Das ist im Moment noch provisorisch, weil ich muss das Dach noch zu Ende bauen. Komm mal mit. Damit jeder da reingucken kann. Nein. Ich habe ja hier schon angefangen mit Steinstufen, also mit diesen Ziegelsteinstufen und so zu arbeiten. Allerdings ist mir dann irgendwann das Ton, also das Ton, der Ton. Ton ist mir jedenfalls irgendwann ausgegangen. Und Toni habe mir ist dann angefangen. weg. Ja, genau. Habe mir dann irgendwann angefangen, ein Schneedach zu verlegen, auf dem schon wieder Schnee liegt, wie man sieht. Aber ich werde noch den restlichen Ton farmen und das Dach natürlich dann halt auch zu Ende bringen. Also Ton findet man So. in unserer Welt kaum noch, also. Muss nur unter Wasser gucken. Hier haben wir einen kleinen Balkon mit einer Sitzgelegenheit und einem Gewächshaus. Gleich ein bisschen Weizen und ein paar Karotten. Ein Anlehngewächshaus. Ein was? Ein Anlehngewächshaus nennt man sowas. Ah, da spricht der Profi. Ist so. Ja, so gut. Ja, und hier kann man dann ein bisschen rausgucken und chillen. Hey, komm her. Wo bist du? Na hier. Ne, wenn man hier sitzt, dann kann man hier so in die Ferne schauen. Und wenn es dann zwischendurch mal schneit, heute schneit es ja leider nicht, dann sieht man ja auch schön, wie die Schneeflocken fallen. Finde ich richtig toll. Warte mal, ich könnte eventuell. Kannst du den Schnee beeinflussen? Das ist. Was? Weather. Vielleicht muss ich ja einfach nur Rain machen. Weiß nicht, ob das geht. Wechsel zu Regenwetter. Es schneit. Ich sehe nichts. Natürlich, ich sehe das schon. Wie cool ist das denn? Also bei mir schneit es. Bei mir Siehst du das? nicht. Nö. Oh. Ja, Ich geh mal hier rüber gucken. Nö. Bei mir sieht es nur schneeig aus, aber es schneit nicht. echt nicht. Hast du die Wetteranimation bei dir vielleicht ausgemacht oder so, dass man die nicht sieht? Für den Fall, das funktioniert. Ich Auch mal glaube blöd nicht. gefragt jetzt. 3D-Effekte aus. Ein. Wolken aus. Ich habe Wolken aus, aber ich sehe die. Okay. Ich glaube, das war nicht gut, dass ich auf 3D-Effekte angeklickt habe. Wieso? Jetzt, Also ich sehe auf jeden Fall, dass es schneit. Das finde ich voll toll. okay. Meinst du, wir Ja, können die soviel. Folge beenden? Ja, Ja, ich denke auch. Also so viel zu meinem Zweithaus, zu meinem Winterhaus. okay. Dann würde ich Verge sagen, vielen Dank fürs Zuschauen erstmal. Genau. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, das Video zu liken, zu kommentieren, unsere Facebook-Seite zu liken und, was wollen Sie noch nicht vergessen? Beim nächsten Mal wieder einzuschalten. Richtig. Bis denn. Tschüss.